Che grosseria. Wayne, se mettesse con la persona equivocata, te lo sorry. Esas son mamadas. Yo mismo hago la transferencia cada mes, 3 días antes del plazo. Sie sagen, das Geld ist nie angekommen. Tengo los recibos, el de la transferencia de que llegó al destinatario. No pueden hacerle esto. Sie können und sie werden. Eine Anfrage wird Monate dauern. Wo soll deine Abuela in dieser Zeit unterkommen? Vivirá conmigo, no hay duda. Tú ve por sus cosas y llévalas a mi casa ahora mismo. No deben quedarse con nada, ¿entendiste? Consigue un camión si es necesario. Yo lo pago, pero ya sácala de ahí. Ich schicke dir die markierten Accounts. Benutzt den Computer der CEO, Mary Catskill. Sie ist im Urlaub, ihr Büro sollte also leer sein. Blöder Schrott. Ja, ich habe ein Jobgespräch bei Invite. Bitte, nein! Oh, shit. Hier bleibe ich nicht. Shit.
Laut InMails-AGB dürfen wir die Neuigkeiten und Posts von unseren Benutzern ohne ihr Wissen verwenden, um unser Business weiter voranzubringen. Der erste Testlauf dieser emotionalen Verseuchung lief 3 Monate. Wir wählten Testpersonen aufgrund von politischer Ausrichtung, emotionaler Stabilität und Anzahl der sozialen Kontakte aus. Phase 1 sollte zeigen, inwieweit wir den Gefühlszustand und die Postings von instabilen Nutzern beeinflussen können. Die Erfolgsrate war absolut verblüffend. 96%. Wir bombardierten ihren Feed mit negativen Nachrichten und Inhalten, die ihr Weltbild erschütterten, sowie mit schmerzlichen Erinnerungen, Tod oder Scheidung, und erzeugten so bei unseren Testpersonen eine wahre Flut an negativen Posts. Wir hatten ihre Stimmung beeinflusst. Um unsere Ergebnisse zu untermauern, stellten wir anschließend ihren ausgeglichenen Gemütszustand durch positive Posts wieder her. Hab den Aufzug aktiviert. Fahr jetzt nach oben. Damit will ich nichts zu tun haben. Fahr jetzt drauf. Ich beschaffe uns ein paar Antworten. Viel Glück, Marcus. Wir sind bei dir. Bin drin. Mal sehen, wer unsere Zahlen gepusht hat. Wow, wow. Was ist passiert? Die markierten Clients sind weg. Die Bots sind weg. Was hast du gemacht? Nichts. Das bin ich nicht. Ich... Marcus, kein guter Moment? Kommt mir jedenfalls so vor. Ich wette, sie trinkt ihn mit Eis. Ich muss mich nicht wirklich vorstellen, oder? Ich weiß, wer du bist. Die Nacht am Strand, Mann, ich wusste, du kommst mir bekannt vor. Tja, Venus muss rückläufig gewesen sein oder so ein Scheiß, denn ich glaube, es war Vorsehung, dass ich da war, als du unsere Systeme gehackt hast. Ich musste dich treffen und da bist du und pisst dir auf die Schuhe. So brillant und dann das. Was macht Blooms CTO eigentlich im Büro des CEOs von Invite? Und warum pusht du unsere Zahlen? Oh, bietest du mir jetzt ein 6-stelliges Gehalt an? Oh, fuck, nein. Nein, nein, nein. Du lässt die meisten meiner Programmierer zwar alt aussehen. Nein, ich kann CTOS 2.0 nicht als Hochleistungssicherheitssystem anpreisen und dann jemanden von der No-Fly-Liste einstellen. Wow, wow, wow. Ich bin bloß auf einen Drink hier. Aber hey, wenn du einen Drink und ein Tänzchen willst. Gerne. Hältst du das für einen Scheißwitz? Hä? Na los. Hau mir auf die Fresse. Die Leute fressen dir alle aus der Hand, weil sie das System für sicher halten. Du siehst nicht, auf wem du herumtrampelst. Stell dir vor, Marcus. Stell dir vor! Die Menschen wollen, dass man ihnen sagt, wer gut und wer böse ist. Die wollen nicht wissen, wie es läuft, nur dass es läuft. Aber es funktioniert nicht. Ein paar wenige zivile Verluste sind der Preis, den man zahlen muss, um die Welt zu verbessern. Du führst einen Krieg, der kein Schwein interessiert. Ich lasse dich stromaufwärts dem Grizzly direkt ins Maul schwimmen. Warum hast du DeadSecs Zahlen gepusht? Weil keiner in Silicon Valley mehr richtig Biss hat. Ah, ihr seid eine gute Investition. Ihr seid so aggressiv, so zornig. Ihr habt den Rest von Silicon Valley in meine Arme getrieben. Mit uns hast du ihnen CTOS 2.0 verkauft. Ja, die ultimative Abschreckung gegen Hacker wie euch. Und jetzt muss jeder von mir beschützt werden. Gut, pass auf, Marcus. Deine Polizeiakte ist wieder da, dein Backdoor-Zugang ist blockiert und die ganzen Bots von mir sind weg. Oh, 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 und? Auf dich ist ein Haftbefehl ausgestellt.
Für Hacking, Betriebsspionage und Einbruchsdiebstahl. Ist schon gut. Ich hatte eh ausgetrunken. Mich reingelegt. Fuck! Die Cops umstellen das Gebäude. Raus da! Fuck! Der Kerl ist bewaffnet! Haben mich reingelegt. Fuck! Die Cops umstellen das Gebäude. Raus da! Fuck! Marcus, sie umstellen gerade das Gebäude. Hau jetzt endlich ab! Ich wiederhole, kommen Sie mit erhobenen Händen raus! Okay, ich bin weg. Da draußen wird es zu heiß für dich. Komm zurück, wir überlegen uns zusammen was. Ruft 911.
Immer sagt er. Home, Konstrukteur von Smart Homes in der Bay Area, wird beschuldigt, die Privatsphäre der Hausbesitzer zu verletzen. Fuck! Scheiße! Fuck! So schlimm ist es nicht. Wir stehen wie Idioten da. Verdammte Scheiße! Wrench, verdammt, beruhig dich mal. Das bringt nichts. Ja, du hast recht. Das bringt nichts. Marcus, hast du uns was zu sagen? Tja, Leute, um ehrlich zu sein, ich habe keinen wirklichen Plan. Aber ich habe eine Idee und keine Ahnung, ihr müsstet mir einfach vertrauen. Jetzt geht's ab! Oh, toll gemacht, Mensch! Ich weiß, in letzter Zeit lief es nicht so super. Ja, echt scheiße. Aber der ganze Scheiß gerade, das ist jetzt. Du hast uns eine Stimme gegeben. Wir haben uns mit den Großen angelegt und es ist echt geil gelaufen. Und wir haben uns nie dafür bedankt. Hey, warum redest du, als wär's vorbei? Ist es nicht? Ich bin noch dabei. Und du doch auch. Wir können die anderen auch überzeugen. Du bist raus? Die sind von den DedSec Channels. DedSec ist unwürdig. DedSec ist ein blöder Haufen Skiddies. Ihr habt uns Lügen und Scheiße erzählt. Hashtag Dead stinkt. Ja, und dann sind da eben ein paar Trolle. Wen interessieren die schon? Scheiße, Marcus! Hast du nicht aufgepasst? Mich interessieren die, Mann. Ich hab mir den Arsch aufgerissen, um uns Respekt zu verschaffen, lange bevor du aufgetaucht bist. Das ist meine Marke. Und jetzt ist sie total im Arsch. Dann hol sie da raus. Ich weiß nicht, ob ich's kann. Falls dir das irgendwie weiterhilft. Du bist zumindest nicht auf der Flucht. Ach, verdammt. Gibt's eigentlich ein Kopfgeld auf dich? Vielleicht kann ich ja doch noch was Ach, drehen. Bitte, du würdest mich doch ums Verrecken nicht kriegen. Du sprichst mit einer Sprinterin, Bitch. Gehen wir. Ja, ich will mir ja nichts zeigen. Ja, ich auch nicht. Und wenn ich ihre Arsche mitten in die Wüste schleifen muss, um DedSec am Leben zu erhalten, dann werde ich es tun. DedSec ist zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben. In Kürze beginnt die dritte Swelter-Skelter-Jabberwock-Hacker-Challenge an der Skulptur in der Mitte. Zeigt uns, was ihr drauf habt! Das ist kein fairer Kampf. Oh, ganz und gar nicht. Der Kleine da wird gleich so richtig vermöbelt. Aber das ist ja das Coole, oder nicht? Wir wollen sehen, wie der Kleine vermöbelt wird. Ja, ich meine, damit er wieder auf die Beine kommt und stärker wird. Oder? Du willst daraus jetzt eine Metapher für DedSec machen, oder? Ich meine, wenn du mit DedSec weitermachen willst, bin ich dabei. Aber wenn du dein metaphorisches Geld auf den Spinner setzt, nein, der steht nicht wieder auf. Ja, unwahrscheinlich. Hey, machst du auch mit beim Wettkampf? Ja, bin dabei. Lass mich es krachen! Keiner schreien hören! Wow! Heiliger! Oh! Gib mir ein Zoll Fleisch und ich nehme einen Pfund oder zwei. Na los, Arschgesicht! Au! Apfel!
absolut. Oh, fuck! Autsch! Jetzt geht's auf die Mütze. Hinterlässt du dein Zeichen? Immer doch. Aber nicht Dead Sex. Passt irgendwie nicht. Weißt du? Komm schon. Für dich bin ich die Stimmung. Ich versuche Spaß zu haben. Ich auch. Also wir, das heißt Dead Sex wir, werden bei dieser Hacker-Challenge mitmachen und gewinnen. Und die anderen sind einverstanden? Werden sie sein. Mein Lächeln überzeugt. Ja, das tut es tatsächlich. Siehst du? Kein Problem. Wir ziehen das durch. Alles kommt wieder in Ordnung. Du hast alles genau geplant, was? Nee, aber wenn ich dich wieder in Cetara-Modus kriege, übernimmst du doch das Plan für mich. Verdammt, du bist gefährlich. Komm zur hässlichen Skulptur, wenn du bereit bist. Okay, wir sehen uns da. Josh, wer ist deine Freundin? Oh, das ist Susan. Sie ist Grundschullehrerin aus Milwaukee. Sie ist 32 und fährt einen knallroten... Cool. Hey, wir treffen uns vor der Challenge an der großen Skulptur für ein Gruppenfoto. Sobald du bereit bist. Ich wollte dir nicht die Show vermasseln. Show? Wir machen keine Show. Ich habe Susan gerade erklärt, dass der Motor ihr auf jeden Fall absaufen wird, wenn das Mischverhältnis bei niedriger Geschwindigkeit zu stark ist. Bei einem Viertakter im Leerlauf geht das echt gar nicht. Ja, absolut. Okay. Na, dann sehen wir uns dort. Hey Mann, was machst du gerade? Ich will die Leute in Schwung bringen, aber nicht ohne eine gute Tracklist. Der Scheiß hat kaum einen Puls. DJ Ratio. Nur Ratio. Als ich noch aufgetreten bin. Hey, wäre vielleicht wieder was. Was soll ich jetzt sonst machen? Mann, Detzek lebt noch. Das war nur ein Rückschlag. Wir kommen stärker wieder zurück. Du bist dir da immer so sicher. Ich weiß, aber ich habe immer recht. Moment. So, jetzt aber. Oh ja, gleich viel besser. Und der DJ kommt nicht mehr an seine Tools. Der Retter der Party. Hey, wenn du diese Typen genug geärgert hast, treffen wir uns in der Mitte. Deadsec nimmt am Wettbewerb teil. Bin gleich da. Wettbewerber, dies ist der letzte Aufruf in die Jabberwock Hacker Challenge. Letzter Aufruf, alle Teilnehmer bitte versammeln. Das sind wir. Okay, Leute, stellt euch auf für unser Gruppenbild. Hast dich für die Kamera extra hübsch gemacht, hä? Immer. Okay, offenbar geht die Challenge los. Josh, sieh dir die Zahlen an und gib Antworten ein. Wrench, du kriegst den Jabberwock. Verkabeln und fertig machen. Ratio, du wirst dich um die Konkurrenz kümmern. Halt sie auf. Cetara und ich werden dieses Ding hacken. Hacken wir es. Deadsec, los geht's, Leute. Die Drohne ist da oben, wenn du sie brauchst. Ich hab's gleich. Ich bin drin. Okay, was ist das? Okay, eine Metal-Hand machen und voll reinhauen. Konzentration. Es gibt wohl einen Timer. Kannst du den hacken? Na klar. Bleib gefälligst stehen. Leg dich nicht mit Cetara an.
Minuten. Scheiße. Ich mach das für dich. Danke.